Ja, damit herzlich willkommen zurück hier zu FeedTheBeast Infinity Evolved Expert Mode. Wir haben in der letzten Folge die Wyvern Armor gebaut und ich habe schon geteasert, dass wir heute ins End gehen werden und das werden wir auch tun. Denn ich habe mir auch gerade noch die Hardcanister gebaut, die gelben und die roten. Weil wir haben noch ein paar Knochen übrig gehabt und die Herzen natürlich von den ganzen Woodern. Und ich habe gerade gesehen, man könnte sich sogar die Green Hardcanister bauen. Die da. Nur die sind ein bisschen nervig. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich die Sachen nicht weggeschmissen, weil der Decor irgendwie random ausgegraben von den ganzen Bäumen, die hier rumgestanden sind. Aber okay. Werde ich auch noch irgendwann mal machen, aber heute. Ich bin jetzt mal so voran, TP mich dahin. Weil ich habe nämlich im Stream schon das Portal hier gefunden. Wieso sagt der hohe CPU-Auslastung bei dem Standbild? Ich hoffe, meine Bolts mit. Yes. Cool. Wieso kill ich eigentlich die Türme? Ich bin ja auch so ein Depp. Gott sei Dank gibt es denn da so viele. Ich kann auch gleich den Drachen direkt angreifen. Seht ihr, wie lame der ist? Das ist echt fad. Langweilig. Komm, gib mir dein Herz. Come on. Riesen Screenshot mit dem Herz machen. Wo ist die 1? Yes. Schaut doch cool aus. Egal. Kurze Stille, aber ich will jetzt unbedingt das Herz haben. Come on, gib's mir. Gib mir das Herz. Gib's mir. Weil es ist kurz aktiviert. Theoretisch könnt ihr auch gleich die Draconic-Blöcke da dran platzieren, wenn ich welche hätte. Weil, wie ihr wisst, die sind ein bisschen teuer. Ja. Come on. Schon langsam wird es echt langweilig. Yes. The Heart of the Dragon. Ein bisschen XP und den Scheiß. Hoffe ich walk jetzt nicht versehentlich ins Portal rein. Der könnte schon grüne Herzen geben, das wäre echt geil. Oh cool, ich kann die one-hitten. Crit. Ist das? In der Amethyst. Klingt lustig. Ich glaube, das ist aber auch nicht schlecht für Tools. Wo wir eigentlich nicht wirklich mehr welche brauchen. Ich suche eigentlich Draconium. Da ist Draconium. Sie. Das Lustige ist, wenn man in die Overworld geht, schaut das Draconium aus, also das Erz aus wie normales Erz. Wie voll lustig. Das bleibt nicht so als Enderz. Ah, das tut gar kein FTW. Ich weiß, ich werde irgendwann mal die Insel quarryen. Aber jetzt für den Moment nehme ich es mal so mit. Weil ich habe es eigentlich nicht wirklich nötig. Und durch die ganzen Quarries in der Overworld, so 500x500 habe ich schon einiges. Und Draconium. Wenn man sich auch easy die Rüstung bauen können. Ist ja immer noch interessant, so ein Hoverminer, also meinen Hoverminer, im End aufzustellen, der dann die ganzen Meteoriten wegquarried. Problem, irgendwann braucht man einfach kein Draconium mehr. Hm. Ups. Oh, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, ich habe noch nicht die ganze Rüstung, aber scheinbar macht das auch schon keinen Schaden mehr. Und wie ihr seht, ich habe eine ältere Version von Draconic Evolution, weil hier unten ist ja normalerweise diese Bar mit diesen Shield Points oder was auch immer das ist. Aber wir sind einfach, wenn wir die teurere haben, komplett im Bar. Das ist in der neuen Version nicht mehr so. Wenn die 400 Shield Punkte dann aus sind, ist es aus. Schlecht. Ich will einfach nicht updaten, weil bei jedem Let's Play immer, wenn ich geupdatet habe, die Version vom Modpack, habe ich eigentlich nachher nur Block oder ID-Probleme oder sonstige Sachen gehabt. Oder einmal habe ich die Welt komplett gecrashed, da habe ich dann die ältere Version wiederhergestellt. Das wäre im normalen Infinity Let's Play, von dem her ich bleibe erstmal auf der gleichen Version, auch wenn es schon viel neuere gibt. Aber es ist eigentlich vom Gameplay her und von den Rezepten genau null Unterschied. Es sind nur ein paar Mod-Updates, die mir jetzt nicht ganz so wichtig sind.
als dass ich da jetzt ewig lang investieren würde, dass ich die Welt damit zum Laufen kriege. Oder meine Welt damit crashe. Das wäre die noch schlechtere Methode. Ich wünsche, das Erz würde so ausschauen, immer. Schaut echt cool aus. Das Lila und das Helle passt einfach gut zusammen. Irgendwo Draconium, das gerade so sichtbar ist. Nope. Da war noch Endamethyst. Schaut auch ein bisschen dämlich aus, ein normales Erz im End. Da ist noch ein bisschen. Oh, da war noch mehr. Ich werde dann probieren, noch die Folge. Das. Wie ist das Ding, den Flux-Capacitor dazu bauen? Und nächste Folge werden wir dann ein paar Mal den Drachen reviven und killen, denn ich will nämlich einen Dimension-Builder haben. Von RF-Tools, damit wir uns neue Dimensionen bauen können. Das fände ich echt cool. Na gut, jetzt dann jumpen wir mal, obwohl. Können das Ei eigentlich auch mitnehmen. Da ist das Ei. Eine Torch haben wir sowieso mit. Gib's mir. Flips. Dankeschön. Tubes. Escape. Wir haben Minecraft durchgespielt. Ja, eine Modpack ist das echt eher lame als sonst irgendwas, aber okay. Epic Shadow Grab. Was wird wohl drin sein? I don't know. I don't give a shit. Wo packe ich das Ei hin? Ich pack's mal hier in den Bag rein. Ja, man sieht, das Draconium hat es ganz normal geworden. Passt. Das Herz behalte ich mir mal vorerst. Seitdem ich einen Effekt hat. Ich wollte eigentlich den Flux Capacitor bauen. Der kostet relativ viel. Ich schmelze mir ein paar Redstone Blöcke ein. Ich glaube, ein Stack hat da nicht gereicht, obwohl, oh ja, ich glaube, so viel habe ich eingeschmolzen letztes Mal. Da sind auch noch Reste drin. So viel bräuchte ich gar nicht. Machen wir 8 weniger oder was? Ja, machen wir 8 weniger. Gut, das heißt, wir machen nochmal diese nervigen Ingots. Genau die. Machen wir nochmal 8. Eigentlich brauchen wir 5, aber egal. Machen wir 5. Dann brauchen wir Ingot. Ingot, Ingot. 5. Glowstone. Redstone. Awesome. Awesomeite. Gott, dann muss ich schon wieder Wither killen. Oder wir bauen nächste Folge einen Wither Killer, obwohl dafür bräuchte ich AI. Wir können uns aber noch einen zweiten Controller leisten, weil die Dinger habe ich schon. So viele Möglichkeiten. Was wir jetzt brauchen, ist ein bisschen Pyrophium. Und Electrum. 6 Stück. Redstone. 4 Stück. Das ganze Pulverizen, da ist noch ein Haufen Gold drin. Aber zuerst ist das Redstone weggeklickt. Redstone 4 Stück, also 12. Und stelle ich. Nein, ich hab's in die falsche. Hab's ins falsche laufen lassen, so ein Scheiß. Wollte ich eigentlich in die Drum laufen lassen. Haben wir jetzt wenigstens genug da drinnen. Wohl vielleicht können wir den Tank da reinpacken. Auf jeden Fall geht es in Eimer. Aber mal schauen. Ich glaube, sonst fehlen uns nur die Nethers da aus, die 5. Genau. Können wir gleich mal noch Draconium schmelzen. Draconium. Bisschen das mit Fortune bearbeiten. Awesome.
In der Hammer nicht so langsam, ja. Das ist echt mal automatisieren alles. Ja, in der neuen Base dann, wenn wir einen Dimension-Builder haben. Eine coole Void-Welt. Der ist immer Tag, ist nie regnet und so weiter und so fort. Zeug mal weg. Gold brauche ich gerade eher weniger. Oh, jetzt habe ich wieder so eine dumme Anzahl von den ganzen Sachen. Redstone. 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 So sinnlos. Na gut. Gut, war der letzte. Perfekt. Oh, das war Gold. Ist auch hier ungewollt. Aber wir haben noch keine Cores. Ich kann das noch gar nicht machen. Aber die Core, die Ingots sollten fertig sein. Die können wieder nochmal da rein. Mal 5 Enderperlen. 5 Stück. Awesome. Denen kann einer weg. Jetzt haben wir gleich folgendes Problem. Wir haben nur einen Netherstar. Ich glaube, ich kill da. Ich fahre nochmal 10 wieder. Und kill die offscreen. Von dem her sehen wir uns sofort wieder. Endlich 3 wieder. Nein, plus nicht 3. 8 wieder gekillt. Ich wollte eigentlich 10 machen, aber dann überhaupt keinen Bock mehr gehabt, Skulls zu farmen. Ich habe hier noch das Rezept fertig gemacht. Flöp. Unsere Nether Cubes. Auch noch 4 übrig. Ui. Nicht knapp. Aber wir können jetzt hier auch. Das sollte auch durchgelaufen sein. Das machen. Wrench. Wir haben nämlich 4 von denen. Und dann haben wir noch 4 Draconium. Ingots. Awesome. Es gibt ja nicht so viel zu tun. Gib sie mir. Cool. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. So, die müssen in die Mitte, die müssen außen. Jetzt kommt da wieder rein. Flip, flip. Cool. Na komm. Hup. So. Awesome. Gigabats. 80 Millionen F passen da rein. Finde ich cool. Wir drehen mal kurz unser ganzes Energiesystem und dann reden wir weiter. Ja. Und was kann das Achievement so? Und was kann das Achievement so? Wir wissen es nicht. Ja. Oh Gott, die kann man ja auch craften. Ja, ich glaube, da brauchen wir noch ein paar mehr von denen. Vor allem diese mega kacke, das ist die von Thermal Expansion. Bei denen nur sinnlos viel Platz in der Hotbar. Aber wir könnten eigentlich auch ein bisschen den Charger bauen. Aber wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben das hier geschafft. Mehr Draconic Stuff. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es in die Kommentare. Wie immer, bis zum nächsten Video. Servus.